Ich werde ja auch Gott sei Dank. Jetzt ist mir wirklich die Sicherung durchgebrannt. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? Ich glaube, das hier mal so ein bisschen in Ordnung zu bringen. Ich habe eine weitere Mod installiert. Und zwar, ganz simpel, Mods. Always Day. Die Nacht ist einfach zu lang, die ist viel zu lang und wir machen jetzt immer Tag. Das reicht. So, damit haben wir das hier. Wir wollen jetzt gucken, wie wir das hinkriegen. Problem ist, wir haben einfach keinen. Wie heißt der Spaß? Wir haben keinen Splitter, keinen intelligenten. Und ich habe noch kein sinnvolles System gefunden, wie wir das hinkriegen. Und das Ding hier, wenn das wenigstens halbwegs vernünftig läuft, ne? Wir haben hier 1 zu 2. Das heißt, es kommt einmal Biomasse und zweimal Blätter raus. Wenn das in der Reihenfolge läuft, könnte man was machen. Das könnten wir mal ausprobieren. Weil theoretisch müssten wir, wenn wir 3 Container hinsetzen, ja, 2 Container mit Blättern füllen und einen Container mit Biomasse. Das ist aber so ein bisschen, nennen wir es wonky. Da fällt mir ein, was ich noch eben machen muss. Video. Boom. So. Okay. Und wir müssen das Ganze hier einmal ordentlich hinsetzen. Das heißt, wir reißen hier, mal abgesehen von denen, alles wieder ab. Ja, auch die Stromteile hier. Das ist einfach nur erstmal. Wir wollen das Ganze auf den Boden setzen. Also auf einen ordentlichen Boden. Ich habe mir mal so ein bisschen angeguckt, wie das läuft. Auf jeden Fall wird das Ganze noch witzig, weil wir brauchen hier von einem so ein Abgehen, müssen wir mindestens, können wir 2 Stück bearbeiten. Dann müssen wir mal gucken. So. Du kommst weg. Und wir brauchen. Warum würde ich den jetzt nicht wegmachen? So. Haben wir hier alles? Ja, hier ist sauber. Wir brauchen. Ups. Von irgendwo. Haben wir hier irgendwo was? Ich brauche Gestein, das ich beschreddern kann, damit ich das andere Zeug kriege. Und dann muss ich das da hinten irgendwo draufschmeißen. Gucken wir mal, was wir hier in der Nähe haben. Ja, irgendwas war doch hier in der Nähe. Was da oben? Nein. Hier drauf? Wir suchen mal eben. Ich hoffe, der Sound ist in Ordnung. Mein kleines Mischpult hier, das Go XLR, hat ein Update bekommen und man hat mir all meine Einstellungen umgeschmissen. Weil man nicht das Default-Profil bearbeitet hat, sondern das aktuell ausgewählte. Und auf einmal war mein aktuell ausgewähltes Profil weg. Beziehungsweise es war noch da, aber es war halt das Standard-Default-Profil. Okay, hier ist nichts. Da oben ist nur eine Schnecke. Woraus können wir denn wieder? Ich glaube hier. Das war doch hier irgendwo. Ach, da vorne. Ich bin auch blöd, ne? Manchmal bin ich auch blöd. Okay, also da haben wir das. Wir machen uns jetzt mal hier eine wunderbare Liste. Wir haben ja schon ein paar Konstruktoren. Wir haben 10 Fundamente. 10 Fundamente ist ein bisschen wenig, ne? Ich weiß, ich übertreibe jetzt, aber vorsichtshalber einfach mal da rein. Und wenn ich mir das so ansehe, ist das gar nicht so schlimm. So, was wir als nächstes haben, ist, wir brauchen Produktion. Wart jetzt. Warte mal, der Crusher crusht nur. Der Sorter.
Okay. Der macht sowas daraus. Der hilft mir gerade nicht. Da kriege ich kein. Da habe ich kein. Achso, das ist mit Wasser da drin. Alter, gehst du mir auf die Nüsse. So. Haben wir das erledigt? Dann brauchen wir den Crusher, oder? Beim Crusher kriegen wir. Genau, da kriegen wir das Zeug raus und wir kriegen das, was wir brauchen, nämlich das Rubite. So war das nämlich. Okay. Das haben wir. Das heißt, wir brauchen. Ich glaube erstmal einen. Wir brauchen einen davon und wir brauchen den. Okay, das haben wir alle schon da. Das ist ja wunderbar. Das heißt, wir basteln jetzt erstmal den Shit da weg. Und setzen uns hier den Miner drauf. Dann haben wir Schritt 1 schon mal abgeschlossen. Nee, so machen wir das. Ja, komm. Irgendwann ist auch gut hier. Dankeschön. So. Was zum Geier ist hier? Ach ja. Ich habe ein Glas voll drin. Die Nummer war hier. So. Dich wollen wir haben. Wir wollen in die Richtung gehen. Jetzt sehe ich hier einen Wasseranschluss. Oder einen Anschluss. Wenn ich hier Wasser mit reinpacke. Out impure, okay. Wenn ich hier Wasser mit reinpacke, was passiert denn dann? Geht das oder muss ich da erstmal was dran machen? Also ich meine, was ich jetzt dran machen muss, das weiß ich. Das ist nämlich der hier. So viel habe ich gelernt. Es hat tick gemacht. Sicherung durchgebrannt. Hä? Machst du komische Geräusche? Okay, gucken wir weiter. Dir fehlt Strom. Ja, ist okay, sollst du kriegen. So. Das hier. Bringt das was, wenn ich da Wasser reinschmeiße? Jetzt natürlich die Frage, die große. Jetzt fangen wir an. Wir machen uns hier Fundamente hin. So, wir fangen hier an. Knacken das so. Und dann sind wir auch schon irgendwo, wo wir nicht drauf springen können. Das ist unpraktisch. So, jetzt haben wir wenigstens einen Weg darauf. Ich glaube aber, das ist ein bisschen zu nah. Ja, für hier sollte es gehen, oder? Wie sieht's denn aus? Ziehen wir mal dahin. Kriegen wir dich hier rauf. Oh, das geht sogar. Okay, das funktioniert. Wir kriegen das Zeug hier rauf. Gut zu wissen. So. Jetzt ziehen wir den Spaß hier mal so ein bisschen rüber. Und zwar erstmal, bis uns das Material ausgeht. Oder wir machen das erstmal zweireich, bis uns das Material ausgeht. So, ach so. Ist, glaube ich, besser. Und dann können wir gleich mal wieder laufen gehen. Okay, das ist so unser Anfang. Dann haben wir gesagt, wir brauchen hier so einen. Erstmal einen Crusher. Crusher geht rein. Wo packen wir den Crusher hin? Der soll da nicht im Weg stehen. Wenn ich den Crusher hier hinstelle, wie sieht es dann aus? Boah, das ist gerade alles ein bisschen schwer zu sehen.
Natürlich gehst du so nicht rein, ne? Nochmal abbauen. Schascha. Wir drehen dich so. Packen dich dahin. Und dann gucken wir mal. Na komm. Da. Zack. Das sollte gehen. Und das sollte gehen. Dann gehen hier schon mal zwei rein. Wie heißt das? Rubite. Crush Rubite. Next Rubite. Was macht der? Achso, dann muss ich das Zeug reinpacken. Da muss ich nur das Zeug reinpacken. Dann kriege ich nämlich das schon mal raus, was ich brauche. Das ist gut. Das andere Zeug müssen wir uns drum kümmern. Wird irgendwas anderes raus. Das heißt, da geht ein Band in die Richtung weg. Und wir müssen gucken, was wir da draufsetzen. Oder wo wir das draufsetzen. Das wird wahrscheinlich sehr weit nach da hinten gehen. Kriegen wir hin. So, jetzt machen wir den Fluid Conditioner. So. Das wird alles hier noch nicht schön, ne? Also, die Hoffnung nehme ich euch direkt. Weil wir müssen ja dahin. So, aber wir brauchen zwei von denen, ne? Wir brauchen von denen zwei Stück. So, für einen. Das heißt, wir nehmen jetzt Logistik. Eine Pipeline, die von da nach da geht. Ein Pipeline-Kreuz, das da so hinkommt. Und eine Pipeline, die da reingeht. So. Dann gehen wir hin. Ziehen uns Strom hier hin. Machen den schon mal da dran. Dann sind die schon mal alle an. Und wir ziehen uns Strom. Dahin. Gehen da hoch. Wie war das? Kann man euch Daisy Chain? Perfekt. So. Hier läuft Zeug rein. Das ist auch schon mal gut. Und der Kollege dort vorne schließt sich hier noch an. Du musst jetzt aber hier Zeug rausgeben. So, das ist einmal genau da weg. Und du wie machen wir dich jetzt am besten? Vielleicht war das eine doofe Idee hier mit dem Rohr. Oh ja. Das war eine sehr doofe Idee mit dem Rohr. Macht nichts, kriegen wir trotzdem hin. Splitter. Da fehlen uns Bänder. Okay. Wir fangen an. Das Band geht erstmal da rein. Dann haben wir schon mal das erste. Dann müssen wir. Den haben wir da hinten, okay. Müssen wir hier hin. Wir wollen ein Förderband bauen. Dann mal gucken, was wir dafür brauchen. Mal gucken. So, dann können wir nämlich da den Splitter bauen. Förderband-Splitter. Dann haben wir einen Lift, den wir gerne hätten. Dann gehen wir mal so rum. Das Förderband kommt hier hin. Hier kommt ein Lift dran, der in diese Richtung guckt. Und dann machen wir. Ist nicht schön, aber selten. So, das bedeutet. Bei dem Kollegen sollte langsam was anfangen. Hier haben wir schon Sachen.
Das füllt sich langsam auf. Das haben wir drin. Wasser kriegen wir rein. Wasser ist Problem. Wie viel Wasser machst du? 15 pro Minute. Frage. Wir haben hier einen Wasseranschluss. Der Kollege hat einen Wasseranschluss. Function Fluid. Kann ich hier Wasser anschließen? Das ist die Frage. Das ist jetzt etwas, was ich ausprobiere. Indem ich erstmal den nehme, hier hinsetze, hochmachen, dann machen wir den, machen dort einen dran und sagen jetzt mit dem, packen wir das mal da rein. Wasser wird weggepumpt. Ja, geht hier ein bisschen durch, ist unschön, egal. Entweder brauche ich dafür ein Update, weil es ja ein modularer Miner. Oder ich muss noch was anderes tun. Das funktioniert auf jeden Fall leider nicht. Schade. Aber war eine Idee. Der Kollege ist gerade ein Problem. Das Wasser müssen wir dann gleich für den Strom verwenden. Auch gut. Hier werden wir kurzfristig auf Probleme stoßen, nämlich jetzt schon, damit das Zeug wieder da rauskommt und hier weitergemacht wird. Dann lasse ich jetzt erstmal laufen und dann müssen wir gucken, wie wir das gesplittet kriegen, ob wir das gesplittet kriegen. Das wäre schön. Das Zeug muss wegtransportiert werden. So, dann gehen wir mal in die Richtung hier. Und genügend Materialien, wunderbar. Ha. Da kann man ein bisschen was von machen. Auch sehr schön. Damit kommen wir nicht weit. Damit kommen wir überhaupt nicht weit. Jetzt ist noch zwei Bänder und dann sind wir mal wieder am Webbis. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass du mir mächtig auf den Zwirn gehst, Kollege? Lauf. Okay. Dann gucken wir mal. Müssen wir das da hinten? Ja. Müssen wir da hinten hinbringen? Das ist das Maximum. Bis dahin kommen wir. Das war's dann auch. Okay. Hier nach vorne und da kriegen wir erstmal 200 Stück. Ich habe gedacht, das ist alles. Ach komm, alles halb so wild. Der da schmeißt das vorne rein. Das ist natürlich auch nicht das Band, was ich brauche. Und die Bänder, die ich brauche, liegen dahinter. Und
das wird wahrscheinlich auch nicht schnell genug weggemacht werden können. Vielleicht wäre es cleverer, die nochmal durch den Verarbeitungsprozess zu schicken. Weil wir schmeißen das hier rein. Und das wird dann hier rausgeholt. Das ist gar nicht so doof. Wir können das hier drauf schmeißen. Immerhin, das haben wir schon mal rausgefunden. Wir können das darauf schmeißen. So. Ach ja. Ich wollte ja eigentlich eine Liste machen, was wir alles brauchen. Wir brauchen 2 Cooling-Plattforms. Wir brauchen einen davon, einen davon. Wir brauchen einen davon, eine solche Plattform, einen davon. Dann brauchen wir eine Converter-Plattform mit einer Dings und einem Dungeons. So, und wenn wir das alles in unserer Liste haben, nehmen wir die 5 Turbinen mal weg erstmal. Stromleitung lassen wir mal außen vor. Vorerst. Eieieiei. So. Dann müssen wir dann noch umkonstrukturieren. Da drüber. Eieiei. Da hoch. Wir sind hier vorne. Schon nochmal gucken. Was bringt uns dieser eigentlich? Nicht das, was ich erhofft habe. Bringt uns dieser auch nicht das, was ich erhoffe. Das auch nicht. Smelter Module. Okay. Alles nicht hilfreich. Okay. Können wir hier eigentlich was machen? Copper Pipes, 5 Stück können wir basteln. Ja, wenn wir hier schon stehen, können wir einmal gucken, dass wir noch ein bisschen was hinkriegen. Dann ist halt die Frage, was müssen wir machen für diesen komischen... Können wir den hier eigentlich dran machen? Das kann ich doch bestimmt nachgucken, oder? Ah, Bronze fein. Okay, dafür brauchen wir wieder Bronze. Bronze Beams wahrscheinlich. Da scheinen wir ja genug für zu haben. Wie viel sind wir denn? 54. Uiuiui. Das dauert noch. Aber das ziehen wir erstmal durch. Aber es ist echt ein Problem, dass ich noch keine intelligenten Splitter habe, weil die werden dafür halt prädestiniert. Also die braucht man dafür quasi. Ich verstehe nicht, warum man das so früh im Spiel macht, wenn man dann das, was man eigentlich bräuchte, gar nicht erst hat. Oder quasi noch gar nicht haben kann. Aber okay, ja, alles halb so wild. Das wird echt noch interessant. Ich bin mal gleich gespannt, wenn ich mir die Liste aufmache, weil ich so alles brauche. Wow. Das wird wahrscheinlich gleich ein absoluter Graus werden. So. Okay, das haben wir schon mal da drin. Das ist schon mal etwas. Okay. Wir scrollen mal ein bisschen. Verstärkte Eisenplatten. Verstärkte Eisenplatten. Brauchen wir Eisenplatten und Eisendraht. Das heißt, wir müssen Eisenplatten holen. Da brauchen wir aber nicht ganz so viel von. Das ist doch schon mal gut. Das heißt, wir können hier erstmal holen. Sind wir an dem Punkt, dass wir sagen müssen, weißt du was? Ich baue Container, dass das hier alles irgendwie irgendwo rein kann. Problem ist, wo ich die hinstellen muss.
So. Container sind zwei lang. Also nicht ganz, etwas weniger. Wo haben wir das zu mich? Das war, glaube ich, das. Ja, auch wenn das dann alles nicht 100% gut läuft, egal. So. Jetzt brauchen wir Lagercontainer. Zu 3, 4. So. Dann haben wir schon mal nicht mehr das Problem, dass das ewig dauert. Weil, bis der Container voll ist, mit dem bisschen Eisen, was ich hier habe, dauert ewig. So, jetzt wollten wir verstärkte. Da brauchen wir 5 Stück. Bam, haben wir. Schrauben. Wofür hatte ich mir die Schrauben? Egal, komm. Die werden auch fleißig gemacht. So. Iron Sheet. 239. Ja, kriegen wir noch nicht hin. Müssen wir noch mal ein bisschen Platten holen. Da gucken wir doch mal. So, hier rumherum. Du bist fleißig. Der war unfassbar knapp. Das bringt mir noch nicht viel. Ihr seid noch sehr langsam. Okay. Macht ja nichts. Wir haben hier noch ein bisschen zu tun. Das wird also ein... Ich baue mir den Spaß mal auf Stream hier. Nicht Stream, Video. Aber immerhin, die 239 haben wir gleich. Nämlich, genau. Jetzt. So, dann können wir schon mal 9 von den 144 abhaken. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. Ich bin ein bisschen erstaunt. Nehmen wir. Wie sieht das hier aus? Du bist voll. Was hast du mir gemacht? Kupferblech. Brauche ich Kupferblech? Kupferblech brauche ich nicht. Die Dinger brauche ich gerade auch nicht. Was haben wir hier? Hier haben wir Kabel. Draht ist so ein Ding. Stopp. Du brauchst erstmal nicht weiter. Kabel nehmen wir mit. Draht lassen wir ein bisschen auflaufen. Sonst machen wir... Das brauchen wir wohl. Die 200 brauchen wir. Also nehme ich Quatsch, hier auch 200 drin. Aber die 200 packen wir wieder hier rein. Ja, bleiben 5 über. Ist egal. So, das haben wir uns geholt. Dann kann da weiterlaufen. Beziehungsweise wieder voll laufen. Sehr gut. Modulare Rahmen und Motoren. Eieiei. Copper Rods.
Wunderbar. Das sind meine. Oh, habe ich schon genug? 58, 59. 60, 61, 62. Reicht doch. So. Das heißt, wir machen hier Pause. Und davon brauchen wir noch ein paar. Vier Stück noch. Nur noch vier Stück. Zwei. Eins. Danke. So. Dann weiter. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass ich so viel Material dabei habe. Bums. So, da hoch, darüber. Das dauert echt lange. Kupferrohre, die glaube ich brauchen wir auch für Wasser anzuschließen. Oh, das hat, oh, oh. Dafür brauchen wir auch mindestens einen. Zack, ist da schon wieder was anderes hinzugekommen. Beziehungsweise hat sich da ein bisschen was geändert. Das ist nur noch die Pipes. Wie viel brauchen wir denn da noch? Ja, gucken wir mal. Ja, 400 Stück ungefähr gehabt. Also. Ja, machen wir die jetzt erst dafür voll? Oder ziehen wir die einmal durch? Ich brauche die Dinger ja so nicht erstmal, glaube ich. Hoffe ich. Dann machen wir erstmal so. Was brauche ich für die modularen Rahmen? Die kann ich so. Mh. Ich brauche 5 Stück. Fertig. Jetzt brauche ich aber wieder die Verstärkten. Ja, sein Hin und Her hier. Was brauche ich hierfür? Ja, dafür brauche ich die nämlich. Habe ich mir doch gedacht. Ja, aber ich brauche nicht so viel hier. Und gucken wir mal. Dann würde ich die 80, die noch fehlen, gucken, ob ich die machen kann. Wie viel kann ich denn hier noch machen? 93. Komm. Ist das schon mal drin? Dann haben wir als nächstes, haben wir den hier vorne. Oh, okay. Was brauchen wir für die Eumütze? Dafür brauchen wir Bronze-Beams. Und zwar eine Menge. 12 mal 50 sind 500, sind 600. Ja, es ballert gut hier durch. Unschön. Okay. Wenn wir dabei sind, hier sowieso rumdengeln und noch drauf warten, dass wir die restlichen Eisenplatten kriegen, können wir hier wenigstens ein bisschen rumbasteln. Und vielleicht schon mal einen Meilenstein abschließen und den nächsten auswählen. Ist ja nicht so, dass die alle leichter werden. So, danke, haben wir. Weil hier unten 50 steht, heißt das noch lange nicht, dass ich schon 50 habe. Oh, Schrauben wird wieder ein Problem. Egal, wir haben da noch 500 rumliegen. Ja, dürfte auch kein allzu großes Problem werden.
werden die auch, Gott sei Dank. Jetzt ist mir wirklich die Sicherung durchgebrannt. Genau in dem Moment, wo ich sagen wollte, die wird mir automatisch fertig gemacht. Wunderbar. Das ist ein Komik auch nicht zu überbieten, ne? Nein, da flieg. Flieg, junger Adler, hinaus in die Freiheit. Schau nur nach vorne, nicht zurück. Gib mir irgendetwas was? Nein. Das ist halt schön. Awesome Sing Storage. Okay. Interessant. Einstein auswählen. Oder das Shit, den wir sogar schon haben. Achso, kann ich noch nicht. Schrauben. So, wo? Immer schön weiterlaufen hier. Ups. Wie sieht's denn bei dir aus? Wow. Okay, wenn ich das richtig sehe, ist unsere Liste komplett voll, oder? Unsere Liste ist erstmal komplett voll. Das Problem ist, an dem Eisenplatten, wir sind genau, das ist Eisenplatten hier, wir sind gerade 4 drüber. Das heißt, wir können uns nicht leisten, eine Band drüber zu ziehen. Und das ist leider elementar wichtig für uns. Wie kriegen wir das jetzt am besten hin? Ich meine, während ich das mache, läuft ja hier was. Oder ich baue erst da hinten. Ja. Wisst ihr was? Das ist ein Problem für unsere nächste Folge. Genau. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Tschüss.